Also das ist der Homescreen. Hier sieht man die aktiven Applikationen. Ich kann die halt öffnen, wieder schließen. Man sieht, die letzte benutzte Applikation erscheint dann wieder oben links. Ich kann dann von den aktiven Applikationen auch in den Übersichtsbereich gehen, wo die anderen Applikationen sind, die ich noch weiter auf dem Gerät habe. Aber mit einem Swipe bin ich dann wieder in diesem Bereich. Ich kann dann die jeweils aufmachen. Was ich auch machen kann, also BlackBerry 10 ist ja die Idee, dass ich im Grunde genommen immer Bescheid weiß, was los ist, dass ich sofort immer in meine Informationen reingezogen werde, immer weiß, was gerade los ist. Und ich kann dann, wenn ich zum Beispiel oben eine rote LED-Leuchte habe und weiß, ist wieder eine neue Nachricht reingekommen, kurz die Applikation nach oben schieben, gucken, was ist an neuen Nachrichten oder Informationen reingekommen, kann sagen, ja, das interessiert mich oder auch nicht, ziehe das wieder groß und mache es dann klein. Was ich auch machen kann, ich kann dann jederzeit, wenn ich dann in dieser Applikation bin, ich kann dann sagen, okay, ich will jetzt aber wissen, was los ist und kann dann direkt in meine Inbox gehen und gucken, was da los ist, kann aber auch wieder in mein Applikationsmenü gehen und sehen, welche Sachen da gerade losgehen. Aber ich glaube, mit einem kleinen Swipe bin ich dann hier und es ist eine sehr interessante und sehr schnelle Art und Weise, wirklich an seinen Informationen dran zu sein. Das ist die Unified Inbox. Also da werden wirklich alle Feeds aggregiert, alle Informationen, alle Messages, alle Instant Messaging Plattformen, die ich aggregiert habe. Das wollen wir auch erweitern für alle möglichen Anwendungen. Also alles, was Messages angeht, kann dann hier entsprechend auch aggregiert und angesehen werden. Beispiel, wie das funktioniert. Ich habe hier eine E-Mail, lies mir die durch. Die ist etwas länger. Zwischendurch leuchtet die Lampe oben schon wieder. Und wieder kann ich gerade gucken, was an neuen Themen hier reingekommen ist. Also sei es ein Anruf, sei es eine Textnachricht, sei es eine Voicemail-Nachricht, ist alles hier aggregiert und ich kann jederzeit so eine Art kleinen Peak-Preview machen, was los ist. Oder ich öffne dann das Dokument, lese das Dokument und aha, was hatte denn da die Lisa nochmal dazu geschrieben, kann dann da auch schnell nochmal reingucken oder kann auch gleich wieder sehen, was ist in meiner Inbox los. Also ich bin immer irgendwie on top von meinen Informationen. Ich muss nicht direkt in eine Applikation reingehen, wenn ich hier eine Facebook-Message bekomme, sondern kann halt das ganz einfach immer im Auge behalten. Wie das funktioniert, ich kann aber auch nach den verschiedenen Eingängen filtern und mir dementsprechend das anschauen oder danach sortieren. In Google hatten wir jetzt keine, da sind jetzt meine BlackBerry-Nachrichten. Hab da was und kann dann wieder dort reingucken in die Message, aber auch wieder rüberschauen, was da los ist. Und mit einem Tipp habe ich dann wieder alle da, kann aber auch jederzeit wieder in meine Übersicht gehen. Das ist so das übergreifende Navigationskonzept. Habe aber auch jederzeit gleichzeitig direkten Access in die wichtigsten Bereiche, in die Telefonfunktion, in die Suche, aber auch in die Kamera.